Hallo, hier ist Andi von XX Camping und ich freue mich, dass ihr unseren YouTube-Channel besucht. Themen wie alles rund ums Auto, Campingplätze oder Stellplätze werdet ihr hier finden. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, nämlich es gibt auch noch Mausi, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns regelmäßig besucht. So, nun, willkommen aus Polen. Wir sind letzte Nacht in Częstochowa angekommen und zum ersten Halt. Ja, wir haben einen ganz, ganz tollen Stellplatz, nämlich bei uns im Haus. Wir haben in Polen unser zweites Zuhause. Częstochowa ist der Startpunkt für unsere Polen-Rundreise. Wir mussten erstmal zu Hause bei uns vorbeigucken. Częstochowa hat was ganz, ganz Besonderes. Częstochowa hat ein sehr, sehr großes Kloster. Ich werde euch, wir sind jetzt fünf Tage hier in Częstochowa. Wie gesagt, wir müssen noch ein paar Sachen gucken im Haus und werden euch aber auch mitnehmen auf die Reise in Częstochowa. Wir werden uns das Kloster angucken, wir werden mit euch die Allee angucken und vielleicht das ein oder andere Plätzchen um Częstochowa herum, je nachdem wie viel Zeit das war. Aber wie gesagt, begleitet uns auf unserer Reise durch Polen und wir würden uns freuen, euer Andi und eure Mausi. Und wie gesagt, let's go! So, heute werden wir in Częstochowa, das ist eine Stadt ca. 220.000 Einwohner, 230.000 Einwohner, ungefähr 200 Kilometer weg von Warschau, das Kloster besuchen. Ist so ähnlich wie Lourdes, das ist ein ganz berühmter Wallfahrtsort, ich glaube, das gehört sogar zu der Top 5 in der katholischen Kirche. Dort ist die Heilige Madonna von Polen. Man erzählt sich, als die Schwedenbelagerung war, hier in Polen, dass voran die Madonna getragen wurde. Als Bildnis, die schwarze Madonna, und dass ein schwedischer General mit dem Säbel ausgeholt hat und die schwarze Madonna, also das Bild praktisch an der Wange gestreift hat. Und das Kloster von Częstochowa wurde somit nie eingenommen und die Schweden sind wieder abgezogen. So erzählt man sich, was daran Wahrheit ist oder nicht Wahrheit. Auf jeden Fall hat die schwarze Madonna definitiv, sagen wir, die Narbe im Gesicht. Und ja, begleitet uns einfach mal hin, das ist eine riesengroße Festung. Und ja, mal schauen, was ich alles filmen kann, was ich alles filmen darf. Und ich muss auch ein bisschen Respekt zeigen gegenüber den gläubigen Polen. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich auch alles filmen kann. Danach werden wir uns auf die Allee begeben. Das ist ein Weg, der direkt Richtung Kloster führt oder aufs Kloster zuführt. Einmal im Jahr sind dort große Veranstaltungen. Da treffen sich alle Gläubige aus ganz Polen in Częstochowa und sie machen dorthin eine Wallfahrt. Da ist zum Beispiel, die kommen von Danzig, von weiß Gott wo, überall her, Katowice, Warschau, von den ganzen großen Städten und machen den ganzen Weg zu Fuß in einer Prozession. Also ihr müsst euch vorstellen, 200-300 Leute auf einem Fleck laufen die Allee und dann Stadt für Stadt oder Ort für Ort oder Region für Region laufen dann Richtung Kloster und dann ist am Ende des Tages, sage ich mal, eine große Messe wird dort gelesen, wo dann 140.000, 150.000 Menschen da sind. Und am gleichen Abend ist dann noch ein Rockkonzert oder mehrere Rockkonzerte in Częstochowa und da brennt dann tatsächlich der Bär. Schaut es euch einfach an, folgt uns und ja, genießt die Impressionen. So, am Kloster ankommen. Hier ist ein großer Parkplatz. Hier könnt ihr auch mit dem Wohnmobil stehen. Ihr müsst allerdings vorne fragen, was das kostet. Als erstes gehen wir mal rein ins Kloster zur Heiligen Madonna und danach gehen wir einmal rundherum ums Kloster. Wird gerade wie immer renoviert hier und das ist der Weg zum Madonna.
Ja. Schöner Blick von hier oben, echt sehenswert. Da seht ihr aber auch den Parkplatz im Hintergrund und da unten, da steht auch unser Wohnmobil. So Pilgerhöchstzeit, gerade wenn hier die große Veranstaltung ist, da müsst ihr gucken, dass ihr rechtzeitig da seid und den Parkplatz findet. Da ist nämlich hier alles proppevoll. Heute geht's, heute ist Montag und ihr seht trotzdem ordentlich gefüllt heute. Da ist übrigens Mausi, hi Mausi. Einer der besten Reiseführer für Chester Horror zu buchen über mich, aber wird schweineteuer. Komm, wir gehen nach oben. Mausi will unbedingt ganz hoch, obwohl sie weiß, ich bin jetzt schwindelfrei. Also probieren wir es mal. Vielleicht kriege ich da oben noch einen besseren Blick. Also wie gesagt, ich bin nicht schwindelfrei, das wird ein Spaß für mich. Ach, noch ein kurzer Blick nach hinten, auf den hinteren Bereich, da ist auch noch ein Parkplatz. Der ist aber, glaube ich, nicht videoüberwacht. Und das da ist der hintere Eingang, da bei den Glocken. Das ist der hintere Eingang und wir werden nachher die Festung oben noch eine Runde begehen. Ich komme. Nur als kleine Info. Gott sei Dank ist hier abgesperrt. Ich glaube, Mausi würde gerne noch höher gehen. Ich bin froh, dass ich nur hier bin. Wir sind jetzt in der nächsten Stufe. Und das ist die letzte Stufe, wo zugänglich ist. Auch hier wieder der Blick auf den hinteren Parkplatz. Da geht übrigens erst der Beginn von der Allee. Und nur, dass man mal ein bisschen einen Eindruck bekommt. Also am 15. August seht ihr, ich glaube, die größte Prozession und die größte Veranstaltung der katholischen Kirche hier in Polen. Und da ist der Vorplatz hier komplett voll. Und alle Pilger bewegen sich hier über diese Allee mit Musik, mit Gesang aus den unterschiedlichsten Städten von ganz Polen und von den unterschiedlichen Ortschaften von ganz Polen. Und da ist hier proppevoll. Übrigens die Pilger, ihr fragt euch alle, wo die schlafen. Viele kommen zu Fuß, teilweise fahren manche bis nach Warschau und kommen dann zu Fuß. Die schlafen alle in der Umgebung, teilweise auf Bauernhöfen, in Ställen. Oder sonst was, oder mit Zelten. Dann bauen sie große Zeltstädte auf ihrem Weg. Aber wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Sache und ich finde es sehr empfehlenswert, wenn man euch das im August mal anguckt. Aber wie gesagt, das ist die Hölle los. Rechtzeitig da mit dem Wohnmobil. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also, nun laufen wir rund auf den Befestigungsfall. Und da oben waren wir gerade. Hier seht ihr das, was ich vorher beschrieben habe mit den Pilgern. Am 15. August seht ihr, das sind Massen hier. Hier ist nur eine kleine Gruppe. Sie halten an den Kreuzigungsweg von Jesu Christi. Da gehen praktisch den Kreuzgang. Es wird gesungen, wird an jedem Platz gebetet.
So, wir gehen zurück zum Parkplatz und zwar vorbei am Kloster. Wie überall, wo Touristen sind, gibt es auch ein bisschen Krimskrams. Aber das hier ist einer der offiziellen Läden hier von Jasna Góra. So, rund um Jasna Góra gibt es auch das ein oder andere Restaurant. Bloß, dass ihr mal die Preise seht. Kotelett 20,50, das müsst ihr durch 4. Bigosch. Immer durch 4,50 ist momentan gerade der Preis. Also von daher, ich mache es mal von außen. Hier könnt ihr günstig essen. Und wie gesagt, so ein paar Pirogis sind sehr empfehlenswert. Und die Preise sind gar nicht so schlecht. Pirogis 24 Zloty. Wie gesagt, durch 4,50. Sehr, sehr gute Preise hier. Ist näher beim Kloster, hinterer Eingang. Einfach an der Klostermauer ganz außen vorbeilaufen. Dass ihr es mal seht, vom Parkplatz aus könnt ihr da auch vorbeilaufen. Da kommt ihr zu dieser Gaststätte. Toiletten hat es in der Nähe vom Parkplatz. Und jetzt sind wir einmal rum ums Kloster und jetzt kommen wir wieder auf den Parkplatz. Mal einen Überblick über den Parkplatz. Und hier hat es wirklich genug Platz und er ist kameraüberwacht. Wir sind hier im Park unterhalb vom Kloster. Und hier geht es dann die Allee runter. Seite ist der Park, den man gerade einfach rausklopft, wenn es auch ein paar Tage danach genieße. So, nun letzter Blick, bevor wir drunter noch in die Allee laufen. Die Essenspreise liegt da hier, also auf der rechten Seite, wenn man die Allee runterläuft, das sind auch für Restaurants. Da sind auch zwei, drei gute. Wenn wir vor den Restaurants sind, ich sage noch, der Rock heißt glaube ich eins, da könnt ihr relativ gut essen, ihr müsst aber vorreservieren. Und hier auf der Seite zum Beispiel, das sind die Restaurants, das Dobry Rock. Das ist empfehlenswert. Pizza, Wein, bitte vorbuchen hier. Ganz, ganz wichtig, da sind noch ein paar kleine Einkaufsläden runter. Aber in der Straße hier kann man relativ gut essen.
So, ich habe es euch ja versprochen, wir gehen mal in den polnischen Markt rein. Verfolgt einfach ein bisschen, ich lasse das auch undokumentiert, aber wichtig an der Stelle, kauft in solche Märkte ein. Die Preise sind unschlagbar. Ganz wichtig an der Stelle, es sind polnische Produkte. Um dort in diesen Markt zu kommen, ist es ganz einfach, der ist ganz einfach zu finden, der ist in der Nähe vom Auchan. Ihr könnt auf dem Parkplatz beim Auchan parken. Auchan ist eine Großhandelskette, ähnlich wie Kaufland. Kommt aus Frankreich und die haben auch einen großen Parkplatz bei sich vor der Tür. Und von dort aus geht es dann unter so einer kleinen Unterführung durch in die Promenade. Ihr müsst einfach nur nach der Promenade fragen. Ich glaube, das könnt ihr jeden Pole fragen. Einfach nur sagen, hey, Promenade. Die zeigen euch dann den Weg und wie gesagt, kleine Unterführung durch. Vor dieser Promenade oder vor diesem kleinen Einkaufscenter, ich nenne es mal Markthalle, da stehen dann auch schon viele Händler, die aus ihrem Garten Produkte anbietet. Und wenn ihr dann reingeht in diese zwei Markthallen, in der einen Halle ist hauptsächlich Obst und Gemüse und in der zweiten Halle ist Wurst, Käse, Brot und auch ein paar Klamotten, die ihr da kaufen könnt. Wasser könnt ihr euch da eindecken. Und wenn dann dort was nicht passt, dann geht ihr dann rüber in Auchan und kauft dann im Auchan, was ihr zusätzlich noch braucht. Die Empfehlung ist, echt polnische Produkte zu kaufen. Nun zum Schluss noch ein paar Impressionen mit unseren Freunden zusammen. Wir haben einen schönen Grillabend gefeiert. Wir waren noch in gemütlich essen zusammen in so einem, was war das? Das war ein ehemaliger Bauernhof, der ist in der Nähe von Chesterhofer. Und ich habe noch ein paar Bilder von einer netten Burg, wo wir waren, oder von Impressionen von Chesterhofer aus dem Umland. Wer aber wirklich Interesse daran hat, mal nach Chesterhofer zu fahren oder mal nach Chesterhofer zu kommen, ihr dürft euch auch gern hier im Channel oder im Chat Channel bei mir melden. Ich gebe euch den ein oder anderen Tipp. Und wie gesagt, für Fragen offen und ich versuche auch immer alles recht zeitnah zu beantworten. Wenn es mal nicht klappt, dann entschuldige ich mich schon vorher. Aber ich habe ja auch noch ein, sagen wir mal, Privatleben, ein Arbeitsleben und ich bin nicht immer unbedingt, sagen wir mal, 24 Stunden in YouTube unterwegs. Dankeschön.
Ja. Ich kann nur sagen, Czestochowa lohnt sich auf jeden Fall. Ja, fahrt über Breslau, Breslau einen Tag, Breslau Anschau oder Breslau zwei Tag. Dann geht es über Oppeln, dann nach Czestochowa und dort könnt ihr dann die A1 nehmen Richtung Warschau bis hoch an die Ostsee. Ihr könnt das Ganze natürlich auch abkürzen, wenn ihr über die Tschechei fahrt und dann noch Czestochowa. Aber nehmt auf jeden Fall mit, ich denke, es ist echt sehenswert. Und ein bisschen auch, ja, warum sind die Polen wie die Polen, warum glauben sie so wie die Polen? Und ich glaube, das beste Beispiel ist, wie gesagt, das Kloster Jasna Góra. Ja, diese Polenmärkte, einfach wunderschön. Polenmärkte, sorry. Ich nenne es jetzt nicht Polenmärkte, das ist ein bisschen wie diese Märkte da direkt über der Grenze bei der Tschechei. Nein, es sind Märkte mit traditionellen Sachen, wie gesagt vorher. Gurken aus dem Fass, Sauerkraut, frisches Obst, frisches Gemüse, frisches Fleisch. Und ja, genießt, fahrt hin. Ich kann nur eins sagen, wunderschöne Stadt.